Dass Helmut Kohl sich meldet, finde ich aber schön. Ist immer hübsch, wenn Helmut Kohl was sagt. Das bedeutet zunächst, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und Helmut Kohl, die Beileidstatue aus Oggersheim, hat sich ein bisschen aufgeregt, gell? Ist ein bisschen schnappig geworden, weil es beim Europäischen Haus knirscht im Gebälk. Das sollte ihn aber eigentlich nicht überraschen. Ne? Denn die Baupläne, sie stammen ja aus dem Architekturbüro Mitterrand-Kohl. Es war reiner Zufall, dass im europäischen Mehrparteienhaus die Portugiesen, Griechen, Italiener und Spanier die einzigen Wohnungen auf der Südseite mit Sonnenterrasse bekommen haben. Und immer wenn wir Deutschen uns mal in die Sonne legen wollen, dann müssen wir bei den Italienern und Griechen klingeln und fragen, ob wir uns da auf die Terrasse legen dürfen. Das hat uns im Laufe der Zeit doch ein bisschen unfroh gemacht. Also haben wir uns in die Arbeit gestürzt und weil wir was von Technik verstehen, haben wir unsere dunkle, aber geräumige Erdgeschossgewohnung irgendwann mal in eine Gewerbeeinheit umgewandelt und einen Baumarkt eröffnet. Der Franzose hat ein kleines Eckbistro aufgemacht mit einer kleinen Boutique, denn er liebt die Frauen, ob die wollen oder nicht. Der Hausmeister im Europäischen Haus ist Österreicher, ja, ein verschrobener, einbeiniger Typ, der immer davon faselt, dass er früher mal eine Berühmtheit war und von dem man lieber nicht wissen will, was er so im Keller hat. Die Engländer, sie wollten irgendwie nicht einziehen. Ne? Sie wohnen in einem hübschen kleinen Cottage im Garten, ärgern sich darüber, dass alle sie im Fußball schlagen, trinken Tee und warten ab. Die übrigen Wohnungen, solide Mieter. Gut, beim Holländer im ersten Stock, da riecht es immer so komisch aus der Wohnung. Und die beiden Belgier streiten sich ohne Unterlass. Aber es lief gut. Wir haben die anderen haben immer bei uns eingekauft und wir haben ihnen weisgemacht, das Ganze sei eine europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Und das Haus hieße jetzt EWG. In Wirklichkeit stand EWG für einer wird gewinnen, und zwar wir. Die wirtschaftlich schwächeren Mieter konnten sich, obwohl sie ihren Putzfrauen eh schon Niedriglöhne zahlten, die Miete gerade noch leisten, weil sie durch eine Wechselkursanpassung ihrer eigenen Währung geschützt haben. Aber dann hatten wir Deutschen und Franzosen eine brillante Idee. Auf einer Eigentümerversammlung haben wir beschlossen, dass alle Waren und die Mieten ab sofort nur noch in einer Währung, mit Euro, bezahlt werden. Und von da ab hatten die anderen keinen Schutz mehr. Wir haben ihnen ständig Waren verkauft, die sie sich nicht leisten können. Und wenn sie blank waren, haben ihnen unsere Banken teure Kredite gegeben, die sie sich bei der EZB preiswert geholt haben. Es war wunderbar. Wann immer es uns passt, ändern wir Deutschen und Franzosen die Hausordnung, damit nur ja die satten Gewinne unserer Banken nicht gefährdet werden. Und so steht unter Punkt 3 in den Stabilitätskriterien, dass sich die Regierungschefs zu Maßnahmen verpflichten, die sich an den Leistungsstärksten orientieren. Wir sind Maßstab. Der Niedriglohnsektor, den der neoliberale Wirtschaftsarschkriecher Gerhard Schröder bei uns eingerichtet hat, diesen Niedriglohnsektor, den verlangen wir gefälligst auch von den anderen. Und sie gehorchen aufs Wort. Aushebelung von Tarifverträgen, Privatisierung von Staatseigentum, weniger Rente, weniger Sozialleistungen. Bei Fuß, Holzstöckchen. Natürlich wird das die Kaufkraft der Länder weiter schwächen, aber genau das sorgt jahrelang für den Status quo, der Josef Ackermann immer so ein Lächeln ins Gesicht zaubert.